Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Platin Soul Link Challenge mit Osoma. Jo, hi. Im letzten Part haben wir einen derben Verlust einstecken müssen. Magnaien ist draufgegangen. Auch das von Osoma. Damit ist mein stärkstes Pokémon weg. Ja, Magnaien war nicht mein stärkstes Pokémon. Meinst schon, es war Level 27. Das nächsthöchste ist Igelava mit 26. Wenn es nur ums Level geht, das ist nicht das Problem. Nicht nur wegen dem Leveln, auch kämpferisch war es das Stärkste, was ich hatte. Ich finde Celebi ist mein Stärkstes. Celebi, Geradax und Hetera sind alle drei richtig stark. So, gucke ich mal ins Gras für das nächste Pokémon. Ja, bin auch gleich da. Warte mal, ich bin... Ah ja, genau, ich hab Karo vorne. Bitte irgendwas saugeiles, etwas, was sich lohnt. Ich werde einfach einen Ball schmeißen. Knogger. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Toll, ich hätte gerne einen Knogger gehabt. Und ich hab nur so einen scheiß Formeo vor meiner Nase. Ist männlich. Warum Spiel? Warum quält mich dieses Spiel so? Gott, das fehlt Protzer drauf. Ja. Das macht mir ein bisschen Angst. Es ist ein Mann. Es macht nochmal Protzer. Natürlich ist es ein Mann, was soll es sonst sein? Ich erwische immer die Männer. Kommt so vor, als ob wir in der Wettlog oder so spielen. Nicht die Männer, du die Frauen. Bei mir ist aber auch männlich diesmal. Oh Gott, Sternhieb. Okay, ich hab's überlebt. Ist nicht sehr effektiv. Danke. Okay, nice. Aber jetzt muss ich... Komm. Bälle. Superball. Los. Bitte bleib direkt drinne. Bitte auch des Knockers wegen. Nein, es ist ausgebrochen. Ich habe vor mir gefahren. Das Vieh setzt nochmal Propser ein. Propser. Seine Gestalt ändert sich mit dem Wetter. Vor kurzem entdeckte man, dass seine Moleküle wie Wasser sind. Hä? Achso, es hat ja gar keinen Wetterwechsel, ne? Nein. Okay, okay, sag... Kura hat halt viel HP, aber du hast sehr gute Verteidigungswerte. Okay, ich tausche auf Kaito Kid. Ich habe einfach zu viel Angst, dass ich jetzt von Protzer gekillt werde. 210, 205. Aurastrahl. Ist speziell. Ja, ist trotzdem sehr effektiv. So, jetzt komm, bitte bleib im Superball drin. Komm schon. Sei ein gutes Knogger. Oh nein, sprich direkt aus. Hab mein Formio übrigens so Nohara genannt, weil da ist auch so ein Spast. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bleib drin. Schneckmark, das hätte sich wenigstens entwickelt. Oh meine Fresse, warum brichst du denn direkt aus? Sternhieb. Wie heftig. Ich muss das Pokémon wieder tauschen. Das Knogger scheint ja ganz schön auf die Nüsse zu gehen. Ja, wenn es einfach mal dreimal oder so Protzer eingesetzt hat, drei oder viermal Protzer. Hau lieber ab, bevor es irgendwas killt. Was macht was ist Sternhieb eigentlich? Ist es Metall, Stahl, ne? Ja, und physisch. Oh, jetzt setzt das nochmal Protze ein. Dann hau lieber ab. Ich kann auf Formio verzichten, das ist nicht schlimm, aber wenn wir jetzt wieder was verlieren, dann stehen wir schlecht da. Ich werf noch einen Ball. Ich hab's gefangen.
Oh. diese Pause, ich hatte schon Angst. Obwohl, ich könnte mal gucken, was vor mir für ein Item trägt. Von Geburt an trägt dieses wilde Pokémon-Knochen. Es setzt sie talentiert als Waffen ein. Möchtest du Knogger einen Spitznamen geben? Oh ja, möchte ich. Vor mir hat TM40 gehalten. Was ist ein TM40? Pulverschnee, ich habe zweimal Pulverschnee jetzt. Also einmal habe ich schon den beigebracht, aber zweites Mal hätte ich es jetzt. Okay. Praktisch. Wie heißt der denn? So, ich habe vor mir das Knogger. Ich habe gerade echt eben seinen Namen vergessen. Wem meinst du denn? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mal, vielleicht kenne ich ihn ja. Naja, den Marine-Typen aus Doflamingos Crew. Nein, den kenne ich nicht. Ah, jetzt weiß ich, wie er heißt. Genau. Den Schatzsucher, heute ist die Beute ein Sieg gegen dich. Okay, Virgo. Ist auf dem PC. Und jetzt muss ich ganz dringend ins Pokémon Center, weil... Wie heißt der? Virgo? Virgo. Okay, komischer Name. V-E-R-G-O. Achso, Virgo. Ja, sag ich. Ich dachte Virgo, wie nein. Würgen. Was haben wir heute für einen Tag? Im letzten Part stirbt was und ziehen sich die Kämpfe ewig und jetzt so krasse Fangtour. Aber ich glaube, jetzt hast du ja den spannenden Part. Ja, wer weiß. Wer weiß. Okay, ich glaube, jetzt du bist ein Trainer, ne? Karu ist momentan mein Schwächstes. Der hat einen Klinkwim und einen Slimer. Was auch nichts wirklich Gefährliches. So, Karo. Ich wag ihn zu Tode. Klingblüm ist welcher Typ? Psycho. Okay, dann Magnetbombe. Tja, zu ein Pech, aber auch das Aussetzer daneben gegangen ist, ne? Mhm. Magnetbombe. Und Klingblüm sollte tot sein. Okay, Wolkentafel auch. Hat Steve irgendwie da heimlich die ganzen Tafeln reingeschmuggelt? Ja, wahrscheinlich. Weil er wusste, dass ich Hightera mit Urteilskraft habe. Urteilskraft? Ja, dass die Attacke ändert seinen Typ, je nachdem welche Tafel man trägt. Wo ist denn die Urteilskraft her? Das hat Hightera selbst gelernt. Welches Level ist denn Hightera? 25, glaube ich. Bist du sicher, dass es nicht durch Vorentwicklung gelernt hat? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wer meinst, hast du das nicht gelernt? Und ich habe es, glaube ich, relativ früh entwickelt. Bei mir hat es ziemlich gedauert. Ziemlich lange. Urteilskraft ist nicht schlecht. Ja, also Karu hat beide fertig gemacht. Ich kann nicht gewinnen, du bist einfach zu stark. Du bist eine zu starke Rennente. Ich habe Geofissur als TM bekommen. Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin doch nur ein Mensch. Wolkentafel, okay. Wolkentafel tut den... Flugattacken oder was? Ja. Okay, wer bist du? Was dir angetan wurde, das füge auch anderen zu. Der Gegenstoß. Das ist auch gut für Pokémon, aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen. Dafür steht fest. Das ist Geofissur.
Okay. Hat aber keine so hohe Genauigkeit. Ja, Geofiso ist jetzt nämlich auch nicht unbedingt das, die Attacke, die ich unbedingt einsetzen möchte. Ein bisschen eine höhere Genauigkeit, dann hätte ich sie eingesetzt. Oh. Einfach um zu verhindern, dass noch mehr unserer Pokémon draufgehen. Da war ein Trainer. Du kommst hier mit klopfendem Herzen an. Glaubst du, du kannst so gewinnen? Ja. Gegen den kämpfe ich auch gerade. Ah, wir sind also nahezu wieder gleich auf. Ein Krabi. Mhm. Ist auch mein Gegner gerade. Ist auch mein Krabi. Ach, nicht Gary's Krabi, das irgendwie 30 Meter groß ist oder so. Sowieso lächerlich. Oh, Magnetbomb ist nicht so effektiv. Schlafpuder, ach, leck mich doch. Okay, wenn Karu schläft, dann tue ich halt tauschen. Ich kann nicht immer noch fertig machen mit Geradax. Naruto hat heute viel mehr rein. Wutanfall? Drachenattacke. Da wollte ich gerade fragen, ist das eine Drachenattacke? Ist physisch. Hat aber 15 Schaden gemacht. So, Rasierblatt. Das solltest du nicht überleben, Krabi. Mein Rasierblatt hat es überlebt, aber mein Hatera ist auch physisch echt schlecht. Ja, Naruto ist physisch eine Bombe. Ich habe schon öfter gefragt, aber wer ist Naruto? Naruto Teddy Ursa, oder? Nee, Geradax. Teddy Ursa ist Iroh. Oh, Kacke! Teddy Ursa ist... Iroh ist Teddy Ursa. Okay. Panflammen. Voltilam war die Frau da. Diese Zafina. Kalifa. Kalifa. Safina war die aus Tekken. Panflammen gewonnen hättet? Ich nicht, es hat Durchbruch auf Altera drauf geklatscht. Für einen, okay. Kurzen Moment, für einen kurzen Moment Angst gehabt, weil ich die Hälfte der KP verloren habe. Wablu. Und Wablu ist hoffentlich jetzt auch gewonnen-hittet. Und ja, das war's. Volltreffer. Naruto haut einfach super rein. Also wer war Naruto jetzt? Geradax. So, Geradax. Warum vergesse ich das jedes Mal? Ich habe keine Ahnung, warum du das so oft vergisst. Aber ich habe sie gerade eben erst gesagt. Ja, aber irgendwie habe ich das nicht mal gehört. Machtkette gefunden. Okay. Spoiler! So, wer bist du? Bewundere die Schärfe der Attacken meines Kampf-Pokémon. Ah, ob dein Pokémon wirklich vom Typ Kampf ist, das bin ich noch zu bezweifeln. Weißt du, ohne meinen Magnaien hink ich einfach so hoffnungslos hinterher. Hallo Tanzer. Ich habe mein One-Hit-Pokémon verloren. Aufruhr. Hatera ist ja auch ein Drachentöter, so ganz nebenbei, ne? Was ist Hatera? Ein Drachentöter. Ich habe eine Drachenattacke mit Hatera. Ein Drache ist speziell. Ja, ne? Aber naja, kommt drauf an, welche Drachenattacke du hast. Wutanfall, oder? Ich hab... Weil Wutanfall ist physisch. Draco Meteor. Ah, das... Oh, das ist geil, weil das ist speziell. Das haut natürlich rein. So. So, hier Eisen. Okay. Ich hab's halt hergegeben, weil physische Defensive ist sowieso am Arsch. Da braucht Hatera jedes Eisen, das es finden kann. Schon wieder ein Schneckmark. Warum hätte ich nicht dich haben können, Schneckmark? Und dass ich mir die Namen aufgeschrieben habe, bringt jetzt auch nichts, weil vor mir habe ich jetzt erst recht einen anderen Namen gegeben. Toll. So, wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin?
Okay, hier war ich schon. Ach, da muss ich lang, okay. Fleckmann setzt Taumeltanz ein. Wie soll es überhaupt tanzen? Naja, hin und her wackeln mit dem Zeh. Jo, was für ein Tanz? Natürlich greife ich mich selber an. Ah, jetzt sehe ich auch mal ein Fomeo. Ist das ein wildes Fleckmann bei dir? Nein. Bist du jetzt doch wieder ein bisschen weiter als ich? Ja, weil ich Zerschneider nutze, um mir irgendwie Abkürzungen zu machen. Was im Endeffekt trotzdem nichts bringt, weil ich erst recht in die Trainer reinrenne, absichtlich, um Erfahrungspunkte abzugreifen. Jeder vergossene Schweißtropfen macht mich nur noch stärker. Ja, das ist der Mini-Flagmon. Ja, das ist der, der jetzt gleich auseinandergenommen wird. So ist der Kura. Weiß der Flagmon, das wär wieder so ein, ja, Magnaien One-Hit-Opfer gewesen. Oh, wie niedlich. Es war ein Sakura One-Hit. Ich brauche mit Hytera erstmal 3 Jahre, bis ich die tot gekloppt habe. Tja, warum hast du keinen Aufruhr? Ich habe Aufruhr. Aufruhr ist übelst mächtig. Ich habe Aufruhr weggepackt. Warum? Weil es eine dauerhafte Attacke ist. Ja, die alles One-Hittet. So, Nidoran ist auch gewonnen. Woolpix, das wäre auch geil. Kalifa erreicht Level 24. Ist jetzt fast auf Teamniveau. Oh, Woolpix mit Drachentanz. Hallo Woolpix. Warum hat der tanzende Pokémon Taumeltanz, Drachentanz? Aufruhr. Tarnung. Tarnung, okay. Was wirst du? Typ Pflanze. Egal. Ja, stimmt. Bei mir auch Typ Pflanze. Ja, Sakura hat sich beruhigt. Das macht aber nichts, weil Aufruhr. Und das war's mit dem Vulpix. War da oben was? Ja. Gemessen im Schweiß, den ich gerade vergossen habe, sollte ich mir einiges leichter sein. Oh, das hätte ich gern gehabt. Oh ja, das ist cool. Aber das wäre auch wieder ein Starter gewesen. Die Starter, die fängt man ja. Oh. Ja, Platscher, geil. Ich glaube, ich hätte ich doch nicht gern gehabt. Ein Reptil, das am Boden liegt und rumplatscht, das will, glaube ich, keiner haben. Naja, überlege mal. Wir hatten damals auch dieses, Wie war's? Das Visor, das konnte auch platschen und war trotzdem ziemlich mächtig. Ja, wegen der Psychokinese. Mhm. Und du siehst ja, wo Visor jetzt ist. Jetzt ist es tot. Ja. Ich weiß gar nicht mehr warum. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist offscreen im Training gestorben, aber warum weiß ich nicht mehr. Irgendwas Bösartiges auf jeden Fall. Ey, ich habe Blutsauger gefunden. Ey. Rein, guck doch mal, wie stark es ist. Ich hoffe, es ist stark, weil dann habe ich eine Attacke, die mich immer wieder auffresht. Oh ja, ein starker Blutsauger wäre echt mächtig. 80! Nicht was? Schlecht. Das ist geil. Das ist echt ein guter Blutsauger. Und Celebi kann es lernen. Celebi lernt Blutsauger. Oh, hier wäre ein wildes Evoli gewesen. Was? Nein! Leco mio! Oh, obwohl, dann hätte ich ein drittes Pelipper haben können. Oder ein Geradax. Ja. Oder etwas, wenn ich zurück in den Wald gegangen wäre und es dort trainiert hätte. Weil dann wäre es was geworden, was wir nicht kennen. Riesenpilz. Indigo-Stück. So, die beiden Ass-Trainer. Doppelkampf jetzt also. Und hey, ihr beiden.
trete gegen jeden an, das macht mich nur. Das ist ein Mann. Achso, ich trete gegen jeden an, das macht mich nur stärker. Wird mich nur stärker machen. Ich will zur Herausforderung in die Slide-Arena, aber zuerst. So, jetzt zwei Ass-Trainer, die haben 6 Punkte. Oh mein Gott. Das könnte jetzt auch gehen. Toll, was mache ich jetzt? Ich muss das zu Heido ganz schnell loswerden. Jetzt macht er Missy. Ich würde ja fast sagen, ich bringe Kalifa dann Blutsauger bei, weil ich meine, momentan ist es ziemlich physisch, aber ich würde vielleicht doch eher die Endentwicklung abwarten. Ah, ich warte mal noch die Endentwicklung ab. Könntest du ja Geradax beibringen. Geradax ist jetzt schon stark. Er hat auch haufenweise gute Attacken. Ich weiß nicht, ob es nötig wäre, dass ich dem einfach was beibringe. Aber was nötig ist, ist, dass ich jetzt diesmal, da ich weiß, dass es ein Doppelkampf wird, meinen Pokémon anpasse. Was? Twilio wird zurückgerufen. Dodo. Moment, die haben 6 Pokémon. Oh Gott, ich glaube, dann renne ich doch lieber nochmal zurück zum Pokécenter. Dodo ist One-Hit. Zum Glück kann ich auf den Rückweg das ganze krass umgehen. Kalina recht Level 22. Oh, und Kuhne trifft nicht. Oh, hier ist er nützlich. Okay. Wir heilen dein Lapras. Pokémon. Ich bin zu schnell. Und oh, was mache ich gegen ein Lapras? Tja, das ist eine gute Frage. Oh, Kampfattacke? Habe ich nicht. Pflanzen? Habe ich eine, aber die ist schwach. Mir bleibt nur übrig, immer wieder kopflos einzusetzen und das Teil flinchen zu lassen. Das flinchen zu lassen. So, ich möchte mindestens ein starkes Pokémon haben, während ich in einem Doppelkampf bin. Also komm. Die Technik, die wir gerade verwenden, ist echt mies. Masknet macht Eissturm, damit ich langsamer als Lapras bin, und dann bringt mir die Zurückschreck-Taktik auch nichts mehr. So. Oh. Hier lang. Oh mein Gott. Wie gern hätte ich jetzt mal Knall. Weil das Lapras der Psycho-Klinge. Wenn ich jetzt nicht auswechsel, wird Sonic wahrscheinlich sterben. Die Frage ist nur, was hole ich rein? Vor mir, okay. Pegasus, los. Ein bisschen defensiv. Ja, es ist immer noch zu viel Schaden. Pass aufs Lapras, das ist böse. Für das Lapras habe ich ein Rasierblatt. Und zwar von Geradax. So, jetzt zwei Ass-Trainer. Ich drücke gegen jeden an, das kann mich nur stärker machen. Ich will zur Herausforderung in die Schleiereder-Arena, aber zuerst. So. Thema N und Thema Webster. Nein. Ich kann nicht mal Ladungsstoß einsetzen, weil ich damit Hytera angreife. So. Okay. Rasierblatt auf beide. Du machst bitte Magnetbombe. Was war Stahlwurf Stein gut, ne? Ja. Oh Gott, Gigasauger.
Ich muss halt Terra heilen. Das war überraschend viel Schaden. Okay, Tohaido ist gewonnen. Das Knet ist nicht gewonnen. Terra Top Trunk. Aber Karu kann noch angreifen, bevor das Kind dran kommt, das ist gut. So, die ersten beiden Pokémon sind erledigt, aber Karu muss ich austauschen nach dieser Runde. Oh, Slapras ist weg, danke. So, mal gucken, was habt ihr jetzt? Dodu und Baumpel. Ist klar, Baumpel, ist klar. So. Wir gehen erstmal auf Wurmple und das Dodo, da tausche ich jetzt mal gegen Iroh. Karu, weg mit dir. Du bist zu großer Gefahr. Nanu? Download von Iroh. Okay. Ich weiß gerade nicht, was Download gemacht hat. Wurmple ist besiegt. Erhöht Spezialangriff oder Angriff, je nachdem, welches Pokémon dir gegenübersteht. Schnapper von Dodo. Okay. Das hat gar nicht so schlecht Schaden gemacht. Tohaido ist eingefroren, aber es bringt mir nichts, weil Tohaido jetzt sowieso stirbt durch die Urteilskraft. So. Ja, wen greife ich an? Eigentlich müsste ich den angreifen und mit Funkensprung Dodo. Stampfer auf Luxio und Luxio ist besiegt. Sehr schön. Damit sollte der eine Trainer keine Pokémon mehr haben. Du hast mir vorweggenommen, was kommt, weil ich habe jetzt gerade erst Luxio vor mir. Kalifa ist aufgelevelt und will Gigastoß lernen. Nein, das war zu viel Schaden. Gigastoß ist eine normale Attacke und macht 110 physisch. Dann ist sie schwächer als normalerweise. Man muss dann eine Runde ruhen. Das ist natürlich scheiße. Aber es ist immer noch besser als Grimasse. Also, weg damit. Naja. So. Krillin Level 23. Geil. Dodo setzt jetzt gegen Iroh Schnapper ein. Okay. Krillin versucht Giftzahn zu lernen. Iroh Funkensprung. Wow! 115! Volltreffer. Sehr effektiv. Dodo ist weg. Okay, jetzt müsste eigentlich nur noch Lapras kommen. So, auf das Teil kann Psychoklingen und das hat eine erhöhte Volltrefferquote. Ich habe zwei Pokémon mit sehr effektiven Attacken gegen Lapras. Die beide und noch von den Werten sehr gut passen. Weil ich habe einmal Rasierblatt mit einem physischen Power und Funkensprung mit physischer Power. Lapras ist aber eher mehr defensiv ausgelegt, deswegen... Rasierblatt hat es halb tot gemacht. Psychoklinge auf Geradax. Hat es überlebt und Funkensprung sollte es jetzt hoffentlich erledigen. Calcio. Yep, Lapras besiegt. Danke. Naruto erfällt Erfahrungspunkte Kalifa und Iroh. So. So, der Steve invasioniert wieder in die Aufnahme. Oh, Finstergeist Steve invasioniert mal wieder. So, wie weit ist es denn jetzt noch zur nächsten Stadt? Nicht weit, gleich dahinter ist sie. Also muss ich jetzt keinen Trainer mehr besiegen, ja? Nee. Steve, du hast das Schlimmste verpasst. Unsere Magnaien sind draufgegangen. Okay. Das war mein stärkstes Pokémon. Schade, dass ich es verpasst habe. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Warum? Ich raten. Nummer was? Also bewegen sich keine Millimeter. Was? Was? Hast du mich raten, Osoma war schuld? Ja, weil er in den Doppelkampf rein radiert ist, ohne dass er es wusste. Ja, shit happens. Oh, Celebi. Ja, ich hatte keine Und Ahnung. Und ich sehe Krillin falsch geschrieben. Ja, absichtlich. Falsch. Weil ich mag die andere Schadweise nicht. Ich hab's ihm auch gesagt, dass es falsch geschrieben wird. Jedenfalls, ich hab nicht gewusst, dass Doppelkämpfe von Entfernung ausgelöst werden können in dieser Edition. Deswegen war ich nicht vorbereitet.
Es gibt hier in Schleide übrigens ein Pokémon. Oh Gott. Azuma, nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker, oder scheint das nur so, was ich hier mache? Oh, ich habe mir die Spielhalle angesehen und ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber wie dem auch sei, halt die Ohren steif. Danke, dass du nicht gegen mich kämpfst. Die rauen Wogen sind mein Ring, aus trüber See hervor ich ging. Wie ich heiße Wellenbrecher, wer bricht die Wellen, Wellenbrecher? Wie eine Flut spiele ich dich weg, du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut, Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch Wohlgemut, mein Lied ich sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Lass mich raten, Wassertrainer. Ja. Hallo, ihr zwei Hübschen, was, ihr wollt die Arenaleiterin herausfordern? Dann lasst mich euch eines sagen. Jung mag sie sein, doch sie ist sie auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre, einmal mit ihr zu trainieren und war ganz beeindruckt von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Pokémon Arena. Führend im Ringkampf und der Kunst des Liedes. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Übrigens, das Haus direkt über dem Pokémon Center, da bekommen wir ein Porygon geschenkt. Okay. Das wäre dann das Pokémon dieser Stadt. Ja. Ich bin dafür, dass wir das Porygon noch mitnehmen und dann den Part beenden. Ja, dann mal viel Erfolg in der Pokémon Arena, Osuma. Ich gehe jetzt nicht in die Arena. Eigentlich wollte ich nur das Pokémon Center suchen. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt sterbe. Wenn ich jetzt in die Arena reingehe, bin ich tot. Wieso? Weil ich unterlevelt bin. Ja, aber die Vortrainer. Ja, die kann ich platt machen. Was lege ich denn weg? Oh, guck mal, was ich hier hab, Steve. Unglaublich gut. Was freue ich mich doch, dass ich so ein Pokémon habe. Und ein zartes Wesen hat das Teil auch noch oben an. Ich habe ja so den Luschengriff gemacht. Das kannst du eigentlich. Ja, nur schlecht. Der Name hat mich gerade an einen Hentai erinnert. Sonohara? Aber der Charakter aus dem Hentai ist anders. Was soll ich ihm weglegen? Weil ich weiß nicht, ob ich Porygon oder was das dann noch immer sein wird, gehalten werde. Ja, bestimmt ist es ein Porygon. Wo ist es Porygon denn? Genau in dem Haus über dem Pokémon Center. Ach, da. Also ich schmeiß Liquidator raus, der ist sowieso. Nochmal! Unnütz. Nein! Achso, das ist ja bei dir Geradax. Ja, mein stärkstes Pokémon. Mein One-Hit-Pokémon für alles. Du bist doch Trainer, stimmst? Es gibt da ja so ein Pokémon. Ich so, Pokémon nennt sich Porygon. Ich habe es in der Nähe des Gebäudes von Team Galactic gefunden. Da ich aber kein Trainer bin, möchte ich es gerne haben. Abgeben, nimmst du es? Ja, fantastisch, okay. Aber hoppla, das ist doch schon ein komplettes... Oh, ich muss erst was ablegen dafür. Ja, Plibrin, also Anton in deinem Fall, brauchst du nicht, oder? Überraschenderweise ist Anton mittlerweile auch ganz gut. Irgendwas müssen wir ablegen. Ja, meinst du das jetzt dauerhaft oder nur fürs Abholen? Erstmal abholen, denn ich möchte nachsehen, was Porygon drauf hat. Ja, dann lass halt erstmal Anton ablegen. Mein Plibrin zählt zwar mit zu meinen stärksten Pokémon aktuell, aber irgendwie kann es trotzdem nichts. Es hat einfach nur dasselbe Level wie die anderen starken, aber es kann nichts. Wenn es nichts kann, dann tausch es aus. Wo du trainierst bis zur Entwicklung, ich weiß es nicht. Ja, bis Level 36, aber es geht nicht. Porygon, Spitzname, du hast auch wieder kein Geschlecht. Ist das wieder nur ein Porygon? Okay, dann würde ich es wahrscheinlich nicht haben wollen. Spitzname für ein Porygon. Sigma. Das ist der einzige Spitzname, der mir einfällt. Das ist zwar nicht aus dem Anime, aber was ist. So. Ich nenn's. Weißt du was? Einfach damit sie ein Team bilden. Zero. Sigma und Zero. Was kann Zero überhaupt? Level 25? Geil. Feuerschlag, Siegkraft, Säurepanzer und Schnarcher.
Eigentlich eine ziemlich beschissene Attackenauswahl. Das pumpt nicht mehr Team. Scheiß Attacken. Meine Feuerschlag wäre ja halbwegs gut, wenn der Angriff höher wäre. Oh, er hat ja einen Spezialangriff. Ein Spezialangriff ist nur Schnarcher und dafür muss er schlafen. Und das kann er nicht einfach so. Naja, so wir haben notfalls TMs, aber ich glaube, das schaue ich erst, wenn wir mehr TMs haben. Da kommt lieber Karu wieder ins Team. Das war Plieprin, genau. So, mein Pokémon-Team sieht gar nicht mal so gut aus. Das ist auf jeden Fall auch ein 6er-Tier. Ja, zum Glück. So, dann gehe ich mal in die Arena. Und ich werde speichern und den Part beenden. Oh, stimmt. Sollte ich vielleicht jetzt auch. Gut, dann würde ich sagen... Das war Pokémon Platin Soling Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Ciao. Auf Wiedersehen.